20 nach 3. Es ist ein Freitag. Es ist meines Wissens der 6. Februar. Ich hoffe, ich habe das Datum noch nicht ganz vergessen. Ja, es ist soweit. Das erste Münder Skispringen auf Ganzersweide. Ein Eröffnungssprung steht jetzt bevor. Die Schanze wurde schon einmal von dem Betreiber natürlich, Herrn Hartmut Hettich, einmal kurz dahingehend eingeweiht, dass eine Spur gelegt wurde. Hauptsache, ich bleibe überhaupt in der Spur und lege mich nicht hier oben schon auf die Klappe. Ich bin fürchterlich aufgeregt und bin gespannt, was jetzt passiert. Ich gehe mal ein Stück nach vorne. So, liebe Leute am Radio, Dänis springt diese Schanze runter. Oh weia, das geht nie gut. Ich lege mich hier oben schon hin. Es geht. Oh, 20 Zentimeter nur. Es war nicht weit, aber es ist echt nicht schwer. Und den nächsten mache ich auch in der Hocke, das verspreche ich. Eine unglaubliche Geschichte. Der Puls rast kurzfristig mal auf ungefähr nach 120, aber es geht. Es ist total einfach. Und schon kommt der nächste Profi die Schanze runtergehüpft hier auf Minder Kanzlersweide. Sprung frei, Schanze frei, da geht der nächste runter. Getrillert wird hier ohne Ende mit einem V-Stil. Wunderbar, mit ihm habe ich mich eben unterhalten. Er muss nicht aus Deutschland kommen, er spricht nicht so perfekt Deutsch. Aber es lohnt sich wirklich, es ist ein Riesenspaß. Und es konnte auch nicht schief gehen, denn ich habe den Helm eines Olympiasiegers auf den Kopf von Hartmut Jäckle von Jackson. Leute, kommt ihr hin zur Kanzlersweide, macht es wahr, erfüllt euch einen Traum und hüpft einmal die Schanze runter. Das macht einen Riesenspaß. Und heute Abend, 17:30 Uhr, heißt es Après-Ski-Party. Mehr von der Schanze, den ganzen Nachmittag hier bei Radio Westfalica.